gut. Das sind dann aber hauptsächlich Sachen, die dann da passieren, wo der Apotheker wohnt und alles, was wir hier so weiterbauen und sicherlich auch viele Sachen zusammen werden wir dann aufnehmen und noch viel cooler wird es, glaube ich, wenn Apotheker sich dann auch mal zu Wort äußern kann. Nicht? Apotheker? Nicken, Kopfschütteln, nicken, Kopfschütteln. Ja, funktioniert doch wunderbar. Wozu große Worte machen hier? So. Oh, Endermänner da drüben bitte übrigens nicht mit dem, mit dem Kreuz drüber gehen. Apotheker ist auch noch nicht so Minecraft erfahren, also ich bin ja auch nicht allzu lange dabei, aber Apotheker hat auch gerade erst gestartet. Na, da hinten über den Enderman, wenn du da mit dem Kreuz so rauf gehst, dann fixst du die an. Siehst du da den langen da hinten am Seerand stehen? Und da darfst du nicht mit dem Fadenkreuz rübergehen, weil wenn du das machst, ich kann es dir ja mal kurz zeigen, dann passiert nämlich das. Dann hat er dich so anvisiert und pass auf, gleich taucht er hier vor uns irgendwo auf. Wo ist er? Boah, ist das ein fieses Geräusch, eine Geräuschkulisse auf meinen Ohren. Das kann sein, dass er unten steht. Aber irgendwie ist er. Ich habe ihn jetzt extra gepult und jetzt kommt er gar nicht. Ist ja auch langweilig. Nö, Zombies. Hier so ein langer Enderman eigentlich. Aber irgendwie. So, das ist jetzt alles irgendwie nicht so wirklich spannend. Ich überlege gerade, Potika, was meinst du dazu? Soll ich einfach mal irgendwie. Oh, wir können schlafen. Ja, dann leg dich doch einfach mal dazu. Ach, das ist doch Kacke. Habe ich noch ein Bett irgendwo? Hier, ich habe noch Wolle. 1, 2, 3. Ich habe mal 3 Wolle und Holz habe ich auch dabei. Crafting Table ist unten. Dann stelle ich da jetzt einfach ein zweites Bett zu. Es passt aber mit der Symmetrie überhaupt nicht. Eigentlich müsste ich da dann noch 2 weitere Betten hinstellen. So, wir nehmen mal das Birkenholz, weil das brauchen wir meistens beim Bauen sowieso nicht so. So. Den verzauberten Boden muss ich gleich mein Inventar nochmal aufräumen. So. Gute Nacht. Hier. So, frisch erholt. Ich leere noch mal kurz meine Taschen aus. Und dann gehen wir noch mal rüber zum anderen Häuschen. Dann könnte ich da noch ein paar Kartoffeln anpflanzen und so. Und, ich muss mal gucken. Ich weiß gar nicht mehr meine Logik in den ganzen Truhen hier. Sandstein haben wir ja jetzt. Sand können wir auch da lassen. Stein, Pflasterstein nehmen wir mal ein bisschen mit. Ich habe noch keine Truhe. Hier, da kann sowas gut rein für Waffen und so ein Gedönsel. TNT habe ich ja auch. Was ich hier so alles mit mir rumschleppe, ist echt. Ich habe einen Eimer voll Wasser dabei. Ist total wichtig, sowas zu haben. So, dann gehen wir nochmal in die Blockhütte kurz rüber. Ja. Du kannst ja schon mal Ausschau halten, hier dir die Umgebung ein bisschen angucken und sagen, da möchte ich wohnen. Also jetzt das Blockhaus ist hier auf der anderen Seite rüber. Du siehst ja schon, wo bist du? Bist du hinter mir? Ah, da, okay. So, hier ist übrigens kein FKK-Strand. Ich habe das extra ausgeschildert. Ne, also wenn du hier mal baden gehst, schöne Rüstung anlassen. Weil hier die Schafe, hier ganz dreiste Schafe, die sind ständig sind die hier nackend baden gegangen. So, schwupp. Ne, das ist hier so eine kleine Blockhütte, die ich hier gebaut habe. Die sieht so von drinnen aus. Oh, was für ein abgefahrenes Bild in diesem Texture Pack. Ist ja gruselig. So, was haben wir hier noch? Okay. Okay. Haben wir hier was Essbares? Hier sind auch noch Kartoffeln. Was machst denn du da? Kannst du mal aufhören, meine Schränke zu durchwühlen? Das sind meine schicken Küchenschränke. Die kommen von Ikea, weißt du? Habe ich selbst zusammengeschraubt. So. Wie können wir? Ich glaube, das ist. Wo ist ein Creeper? Oh nein, 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 nein. Oh. Verdammte Axt.
Das ist natürlich Kacke. Das läuft aus, ja. Hast du Erde dabei? Wollen wir hier mal, hilf mir mal, machen wir mal kurz die Löcher zu. Den habe ich gar nicht gesehen, den scheiß Creeper. Da war es auch schon zu spät, ne? So, das war's, was ich an Erde habe. Das ist jetzt aber ungünstig. Gucken, ob wir hier in der Truhe irgendwo noch mehr haben. Ich weiß nicht, wie oft ich dieses scheiß Feld schon noch wieder, das wie viele Mal ich das jetzt fixe. Irgendwie, weil mir da irgendwie ein Creeper alles in die Luft gesprengt hat. Oh, ich habe doch noch eine Erde gehabt. So. Ja, oh, hier ist jede Menge Erde. Ich habe noch genug Erde dabei hier. Das Loch kriegen wir zu. Dann bauen wir da schnell gleich noch wieder einen Zaun hin. Ein Ei. Ein bisschen Zaun hast du. So, dann kannst du den ja mal hier so quasi da, wo er hingehört, gleich wieder rüberziehen. Das war's. Dann kannst du ja mal im Haus gucken, ob da noch irgendwie Stäbchen da sind und schnell ein neues Soundtor vor allem auch einmal bauen und einen neuen Zaun. Wenn du das hinkriegst, also Zaun ist halt, also Zauntor ist so mit Steinen in der Mitte, hast du ja gestern schon selbst festgestellt. Und Zaun ist halt einfach so, ja, so ähnlich wie Leiter, nur halt Zaun. So. In dem Blockhaus. Ja, guck mal, ob da irgendwo vielleicht noch. Vielleicht finde, hast du ja auch. Du hast doch auch Holz dabei, oder nicht? Siehst du, da kannst du dann doch auch Stäbchen draus machen. Ich bestelle hier nur einmal schnell das Feld neu. Also ich bräuchte hier eins Zaun. Zwei Zaun und ein Tor, glaube ich, wenn ich das gerade richtig nachgezählt habe. Und ich bräuchte, ja, habe ich natürlich auch nicht dabei, irgendwas, um das Feld zu pflügen. So. Ja, ich glaube, ich habe hier irgendwo eine Hacke. Aber danke fürs Angebot. Ich habe, glaube ich, doch keine Hacke. Hast du gerade eine Hacke gemacht? Ich wäre dir dankbar, wenn du mir eine Hacke. Cool. Ja. Dankeschön. Ich sehe gerade hier im Haus fehlt seitlich, da fehlt auch voll was, weil hier fehlen die ganzen Querdinger. Da ist nämlich auch schon mal ein Creeper explodiert. Also Creeper und ich, wir sind nicht die besten Freunde. 2, 3, 1, 1, 2. So gehört das, glaube ich, ne? Ja. So. Hacke weg. So, Hacke dicht. Wir machen mal kurz das Feld hier. Achso. Bitte? Hier so, mittig. Irgendwie. Brauchst du zwei Tore? Ja, dann mach doch noch ein zweites Tor. Da ist eine Kartoffel im Wasser. So, und dann pflanzen wir hier schnell ganz viele Kartoffeln wieder ein, weil die sind ja am nahrhaftesten. Brauchen leider auch am längsten zu wachsen, aber machen auch am sattesten, hätte ich beinahe gesagt, wenn man sie dann als Folienkartoffeln gemacht hat. Und dann kannst du hier auf die Ecken vielleicht auch nochmal wieder Fackeln draufstellen. Irgendwie so. Also nur an den Ecken da quasi noch eine. So. Ich weiß nicht, ich gucke halt immer, dass das möglichst symmetrisch ist. Also am Eingang, ich weiß nicht, ob das passt. Passt nicht. Nee, dann eher nicht. So. Jetzt habe ich hier überall Kartoffeln angepflanzt. Komme ich hier wieder raus? Jawohl. So. Und dann ist das Feld wieder gerettet und ich habe das Gefühl, es wird schon wieder Nacht. Ja. Hast du schon eine Ecke gesehen, wo du sagst, da könnte ich mir vorstellen zu wohnen? Noch nicht? Wollen wir, also würdest du dann eher Richtung von deinem, von wo das andere Haus steht, da rübergehen? Oder wo würdest du hinwollen? Eher so richtungstechnisch.
Du hast vom Fenster aus ein Haus gesehen? Wie, in welche Richtung? Von welchem Fenster? Von meinem Balkon aus hast du ein Haus gesehen? Er schwimmt zurück und guckt gerade, ne? Dann schwimmen. So, ich mache mal ein bisschen Brote. Schon was gefunden? Ich habe keine Ahnung, wo du gerade unterwegs bist. Muss ich zu meiner Verteidigung einmal anmerken. Du stehst bei mir auf dem Balkon. Na, dann komme ich vielleicht auch einfach mal rüber. Also hier gibt es eigentlich kein anderes Haus, außer die beiden, wo wir jetzt gerade waren. Also es würde mich wundern. Ich habe hier noch kein anderes Haus gesehen. Und naja. Achso, ach, ich muss ja jetzt. Jetzt habe ich gerade was in den Ofen getan und habe es da drin vergessen. Hier ist ein braves Schaf, das planscht angezogen. Ich komme nicht durch. So. So, ja, also wir haben irgendwie nicht so wirklich viel geschafft, außer hier ein bisschen durch die Gegend zu laufen, Kartoffeln anzupflanzen und irgendwie die halbe Welt zu zerstören. Wirklich spannend war es für euch wahrscheinlich auch nicht, weil ich zwischendurch mich mit Menschen unterhalten habe, die ihr nicht hört. Wir suchen jetzt eben noch schnell einen Platz, wo Poteka denn hintun, ziehen, tuten, tut. Poteka hüpft gerade, macht wilde Party bei mir im Wohnzimmer, wo ich noch immer keine Möbel stehen habe. Aber die Party ist in vollem Gange hier. Huhu! Party, was ist los hier? Du hast die Richtung gefunden. In welche Richtung denn? Wo bist denn du? Wo bist denn du jetzt? Du bist in der Küche. In welche Richtung? Da raus, da, wo die ganzen Viecher unterwegs sind. Okay. Wollen wir da mal rausgehen? Oh, oh. Ich glaube, die Sonne geht schon gleich wieder unter. Vielleicht gehen wir erst schlafen und dann darüber. Können wir jetzt schon schlafen gehen? Ich glaube, die Sonne ist noch nicht tief genug dafür. Wir können es ja mal ausprobieren. Ja. Wir schmuhen jetzt einfach mal kurz. Wollen wir mal kurz schmuhen? Was meinst du? Wir schmuhen? Ja, wir schmuhen. Ist ja jetzt ein Server, da kann man ja so fiese Sachen machen wie Zeit auf Null setzen und so. Wir schmuhen jetzt mal kurz, weil sonst wird die Aufnahme auch einfach zu lang für heute. Und wir gucken jetzt nochmal kurz, wo du hinziehst, damit die Leute auch wissen, wo komische Sachen passieren, von denen sie vielleicht nicht alles hier on-screen mitkriegen und dann ja, gucken wir, dass wir off-screen dir vielleicht dein Haus bauen oder du baust dir off-screen dein Haus und wir kommen später nochmal wieder und gucken uns das alles an. Ja, da hüpft ein armes Schaf und das ist ein Höhlenschaf. Es gibt Baumschafe, Höhlenschafe, Wasserschafe, hier ist alles vertreten. So, achso, du willst weiter darüber? Okay. Ich muss jetzt mal kurz gucken. Ich verstehe das mit den Wegpunkten ganz ehrlich. Ach, das sind die Wegpunkte von dem, was wir gestern und so gemacht haben. Das ist ja interessant. Irgendwie muss das dadurch, dass ich das jetzt hier auf Server-Dings gezogen habe, sind das die Wegpunkte von unserem Haus gestern und dem Dorf, weißt du? Deshalb ist das hier so und gar nicht meins. Das ist alles gar nicht aktuell. Wolltest du hier gucken, ob du hier wohnen willst? Hier, guck mal, aber hier ist auch einen netten kleinen See vor der Tür. Und jede Menge Kühe und so. Hier aber mir nicht die ganzen Kühe wegfangen und schlachten, ne? Ich brauche auch ein paar. Ja. Was? Schweinchen, aber guck mal, hier, da hinten ist ja auch schon mein Haustier wieder. Das ist ja total in meiner Nachbarschaft noch. Also nicht mal weit weg und so. Du klaust mir hier keine Kühe. Ich nehme dir die Admin-Rechte und dann bist du ganz schnell wieder weg hier, wenn du mir. Aber ja, jetzt schlägt er mich auch noch. Ja, geschlagen hat er mich. Ich weiß nicht, hier oder auch nicht so. Hättest du auch mein Haus, hättest du dann allerdings noch so leicht im Blick hier.
Weiß ja nicht, ob du so ganz einsam weg hier. Ansonsten, ich sehe hier, du hast ja keine Map, glaube ich, ne? Ne? Naja, Apotheke hat keine Map, aber hier, ich sehe, sonst hier hinten wäre auch noch ein kleiner See, der ja auch nicht so weit weg ist. Hier, siehst du mich? Da? Irgendwie? Wo du aber so ein bisschen weg bist von mir. Den Ort nimmst du hier. Hier so. Also da sieht man mein Haus hier hinten zwischen den Bäumen auch noch so ganz klein hindurch, aber so generell doch eigentlich nett. Vielleicht dann sogar auf die andere Seite hier. Oh, guck mal, hier gibt es auch irgendwie ganz komisch. Oh, gucke mal, hier. Da ist aber eine nette Ecke hier zum Wohnen. Da ist gleich das erste Eisen und so. Was du dir holen kannst, pass auf, da hinten ist auch noch eine Höhle. Da ist dunkel, da könnte was drin gespawnt sein und so, ne? Siehst du, da? Oder ist da Wand? Okay, nee, dann habe ich hier schon wieder, ja, Shader Pack irgendwie Probleme, keine Ahnung. Ja, dann würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch, dieses Grundstück gehört jetzt Ihnen. Wir besiegeln den Kaufvertrag durch ein freundliches Nicken. Und ja, dann werden wir dir hier mal eine Bude hinzaubern und allgemein von allen anderen verabschiede ich mich jetzt einfach mal und wir gucken mal, was wir denn hier so hinstellen. Horido!